Streetwear. Jeder kennt sie, kaum einer kann sie definieren. Aus diesem doch gewöhnungsbedürftigen Style einer kleinen Community wurde in den letzten Jahren eine eigene Moderichtung. Anziehend findet es in jedem Fall Musicalstar Vincent Bueno. Er trägt seit seiner Schulzeit den Schlabberlook und zeigte uns seinen Lieblings-Streetwear-Look in seinem Lieblingsshop. Stars wie Rihanna, Justin Timberlake oder Jennifer Lopez haben es uns gezeigt, sie alle sind mit ein Grund dafür, warum Streetwear nicht mehr aus der Fashion-Szene wegzudenken ist. Der Trend boomt und gerade deshalb hat jetzt auf Wiens beliebtester Shoppingmeile ein neuer Street-Culture-Store eröffnet. Nachwuchstalent Vincent Bueno ist gern gesehener Kunde und bekennender Streetwear-Fan. Also es ist eine Art, sich selbst irgendwie auszudrücken und hier gibt es irgendwie wirklich coole Sachen. Man kann wie bei jeder Mode Sachen kombinieren und so. Aber bei Hip-Hop und bei diesem ganzen Genre finde ich einfach cool dieses Funkige. Dass man einfach sagt, hey, ich will auffallen. Von witzigen Sneakers in funky Designs, protzigen Accessoires bis hin zu coolen Baggy Jeans und T-Shirts mit auffällig übertriebenen Prints findet man hier alles, was das Gangsterherz begehrt. Besonders angetan war Vincent von den ausgefallenen Schuhmodellen, auch wenn er es an den Füßen normalerweise eher schlicht mag. Ich persönlich bin nicht so der Auffalltyp bei Schuhen, aber ich finde, die haben schon was Eigenes gehabt, weil ich fand diese Schnallen so cool. Die hat man ja eigentlich nur im Rucksack oder so, aber die fand ich echt cool. Der Store ist aber nicht nur für reinrassige Hip-Hopper gedacht. Ich will auch dazu sagen, dass wir uns nicht als reinen Hip-Hop-Store verstehen, sondern wir sind, wie der Name schon sagt, ein Street-Culture-Store. Ich denke, für jeden ist was dabei und man muss jetzt nicht, wenn man hier einkaufen kommt, wie der größte Rapper aussehen, sondern man kann halt auch einfach irgendwie ganz normal und seinen Look entsprechend irgendwie sich was aussuchen. Damit beweist das neue Label einmal mehr, dass dieser Style nicht automatisch schlapprige Schnitte und Baggy-Style bedeutet. Das sehen auch die weiblichen Fans von Vincent Bueno so, auch wenn sie in diese Mode noch hineinwachsen müssen.